Naja. So, wer hat uns denn da gerufen? Was ist denn hier? Ein Häuschen. Oh, daran arbeitest du gerade? Bangkok. Nee, nee, ich hab's doch noch nicht gelesen. Was haben wir denn da? Ich muss doch noch die Lesentaste drücken. Bangkok Reiseführer, na gut. Oh, eine Kamera. Wow, wir müssen wirklich mal wieder Urlaub machen. Zu lange her. Wie krass ist das denn? Einfach nur mal durchs Haus stratzen und ein bisschen erkunden. Auch schön. So. Müssen wir auf den Topf. Ja, duschen wollen wir jetzt nicht. Hallo Nathan. Was haben wir hier? Oh, die Waschmaschinen, die rütteln. Oh ja, ist auch dringend nötig. Gott, wie sieht's denn hier aus? Hier sieht's ja aus wie bei Oma unterm Rock. Das ist die gute Elena und der Nathan? Haben wir wirklich geheiratet? Wow. Krass. Die Elena ist also unsere Frau geworden. Das gefällt mir. Aber hier sieht's aus. Elena, du müsstest. Naja, Frauenkleiderschrank, Schuhe. Ja, schön, schön, schön. So, da waren wir, da waren wir, da waren wir. Dann geht's wohl doch nach unten. Moment mal, ist das das alte Kloster? Das U-Boot? Ey, ist doch einfach. Boah, alles irgendwo kleine Details aus den anderen Games oder aus den anderen Teilen, das ist der Hammer. So, Klimaanlage auf 88 Grad eingestellt. Prima. So, mal einen Radiosender wechseln. Was spielen wir denn nach? Playlist. Da sitze. Krass, wirklich krass. Du warst lange da oben. Ja, ich habe recherchiert. Ah, so nennt man das also heutzutage. Wirklich? Hey, kannst du vielleicht das Essen holen? Ich bin hier auch gleich fertig. Oh, ja, na klar. Danke. Was machst du denn da? Na, guck mal, was im Kühlschrank ist. Ganz wichtig, Bier. Na, bitte. Na los, ansetzen. Was gibt's denn Schönes? Aha, Salat. Super. Soll ich noch eine Mikrowelle stellen? Hm, offensichtlich nicht. Und. Fertig, okay. Hast du es geschafft? Ja. Naja, er ist wahrscheinlich zu lang und voller Tippfehler, aber dafür gibt es schließlich Redakteure, stimmt's? Boah, hab ich Hunger. Ja. Sieht gut aus.
Also, nur mal deinen Tag. Was? Hm? Ich habe kein Wort verstanden. Oh, sorry. Tut mir leid. Wie war dein Tag? Oh, er war klasse. Mhm. Ein typischer Tag im Paradies. Mhm. Ich durfte eine Ladung Müll aus einem Fluss fischen. Mhm. Ja? Immerhin durftest du schwimmen. War denn interessanter Müll dabei? Oh, ganz tolles Zeug. Wir haben ein Laster aus dem frühen 21. Jahrhundert entdeckt. Die Einheimischen nannten ihn einen Sattelzug. Oh mein Gott. Sowas halt. Langweiliger Kram. Erzähl von deinem Artikel. Tja, zuerst war es nur so eine brave Story über Tourismus in Bangkok. Aber ich glaube, dem Magazin wird mein Blickwinkel nicht gefallen, weil jeder sofort erzählt hat, wie schlimm der Smog ist, dass er wie ein Schlag in die Lunge wäre, sobald man aus dem Flieger steigt. Also habe ich kurzerhand eine Art Lage gemacht. Na, Neven? Was geht dir denn gerade im Kopf vor oder durch den Kopf? Hey! Was? Wo bist du? Ich bin hier und werde mit Gabeln gespickt. Ach, wirklich? Was? Erzähl weiter, es war echt interessant. Oh. Ja. Und wovon handelt mein Artikel? Was? Der hier? Mhm. Ach ja. Ja, toll. Ich glaube, egal, was wir sagen. Flüge in Bangkok. Die haben einige Probleme mit dem Smog und können nicht landen. Wow. Tut mir leid. Das war mutig. Das war, die richtige Richtung, oder? In einem anderen Staat, aber ja, es war die richtige Richtung. Jameson hat wieder wegen des Malaysia-Jobs gefragt. Hm? Jameson fragt ständig wegen des Malaysia-Jobs. Hör zu, Nate. Ich finde wirklich, du solltest ihn annehmen. Hm. Weißt du was? Ich will nicht. Wirklich. Ich meine, er hat nicht mal die Genehmigung. Und wir hatten abgemacht, dass wir solche Jobs nicht mehr machen. Okay, das ist es nicht wert. Es hört sich nicht so riskant an. Hm. Okay, wenn es nur die Genehmigungen Niemals. Sind. Du könntest Sullivan anrufen. Wie lange hast du ihn nicht gesehen? Elena, 2 Jahre? Können wir bitte das Thema wechseln? Okay, ich will bloß nicht, dass du ihn meinetwegen nicht annimmst. Ich nehme ihn meinetwegen nicht an, okay? Ich weiß das wirklich zu schätzen, nur... Ich werde dann mal abwaschen gehen. Halt, ich mach das. Nein, warte. Du hast gestern gespielt. Nein, du hast gekocht, ich wasche ab. Schon gut. Ich meine, zumindest könnte ich es mir verdienen oder sowas. Lass uns... darum spielen. Du willst darum spielen? Ja, dein kleines Fernsehspielchen. Ich wette, ich knacke deinen Rekord. Du glaubst, du knackst meinen Rekord in meinem kleinen Fernsehspielchen? Ja, ich glaube, du hast Angst. Du weißt ja nicht mal, wie es heißt. Ich muss nicht wissen, wie es heißt. Ich hab dich spielen sehen. Ja. Man rennt und springt umher und darin bin ich ein Naturtalent. Ach, ehrlich? Was sagst du, feiges Huhn? Bist du dabei? Oh, wow, okay, Cowboy. Oh, wie geil ist das denn? Zu und lerne. Oh, ich lerne schon viel. Das ist ja der Hammer. Was ist das denn für ein geiles Easter Egg? Das ist es? Nein, es muss laden. Laden? Ja. Das dauert ganz schön lange. Wie? Du bist so ungeduldig. Krass. Wenn man etwas anschaltet, erwartet man, dass es... Okay, los geht's. Crash Bandicoot? Gibt's ein Problem? Nein, nur, wie kriegt man's zum Laufen? Du musst die Starttaste drücken. Das wusste okay. Ich. Ich hab's. Okay. Lauf auf die Kamera zu. Zur Kamera laufen, geht klar. Und die Kreistaste ist dein Drehangriff. Drehangriff? Ja, und mit X springst du. Okay, ich kann's hier wirklich spielen. Oh, oh. Okay, lauf vor dem Felsblock weg. Warum verfolgt mich der Felsblock? Ach, lauf einfach davor weg. Ich hab dem Felsblock nichts getan. Oh, was ist das denn? Das ist ja... Wie
genial ist das gemacht, bitte? Oh, oh. Du bist reingefallen. Ich weiß, wie kletter ich raus? Tot? Oh, wie unrealistisch. Ich war rausgeklettert. Er sollte klettern lernen. Klettern hat mir immer geholfen. Ist das geil. Ja, gut gemacht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Was ist das? Ein Fuchs? Ein Beuteldachs. Sieht nach Fuchs aus. Fuchs in Jeans. Okay. Wow, das muss ich tun. Vielleicht tut es das. Muss ich das jetzt auch noch schaffen? Mach besser was draus. Oh, ich hab's drauf. Ja, los, 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 los. Regens Füchse können das. Beuteldachs. Das sieht nicht wie ein Beuteldachs aus. Hast du schon mal einen gesehen? Nein, aber sie tragen bestimmt keine Turnschuhe. Die Grafik ist ziemlich gut. Nicht? Benutzt den Drehangriff. Welche Taste? Der arme Fuchs. Beuteldachs. Also das ist ja aber wirklich richtig genial gemacht. Der Hammer. Ja, wer kennt es nicht? Das war's? Selber schuld. Das kann doch nicht wahr sein. Ich war so gut wie am Ziel. Du kannst das nochmal versuchen. Komm schon, doppelt oder nichts. Mein Auto muss dringend gewaschen werden. Echt jetzt? Sein. Musst du jetzt auch noch darauf rumreiten? Es gibt da auch diesen Einfachmodus. Ich stelle ihn dir ein. Wow. Es ist viel leichter im Einfachmodus. Red ruhig so weiter. Red weiter. Was willst du tun? Ich warne dich. Was willst du tun? Ich warne dich. Jetzt. Was willst du tun? Zeig's mir. Ich sag's dir. Wie findest du das? Hey, bist du glücklich? Ja, na klar. Und du? Echt jetzt? Komm her. Na sowas, da geht doch was. Na toll, jetzt blenden sie aus. Noch nicht geöffnet. Geschlossen. Oh Mann. Okay, ich komm ja schon, ich komm ja schon. Arschloch. Ja, kann ich helfen? Ja, ich suche meinen kleinen Bruder. Etwa ihre Größe, etwas schlanker. Etwas weniger graue Schläfen. Sam? Schön, dich zu sehen, Nathan. Oh mein Gott, Sam! Wow, okay, okay, langsam, langsam. Wie? Ich dachte, du... Du wurdest getroffen. Ja, das stimmt. Genau hier. Oh Mann. Die Ärzte, die haben mich zusammengeflickt und zack, war ich zurück in der Zelle. Ja, aber ich habe rumtelefoniert, alles überprüft und es gab überall dieselbe Antwort. Du seist tot. Nathan, wir haben den Wärter getötet. Ich sollte für den Rest meines Lebens in der Zelle verrotten und das wäre ich fast. Mensch, Sam, ich... Mann, hätte ich das gewusst, bei Gott, ich du wäre sofort... Du wärst gekommen. Ich weiß, Nathan, ich weiß. Was jetzt zählt, ist, dass ich draußen bin. Hey, hey, alles klar bei dir? Ich muss an die Luft. Was für eine Überraschung. Wer hätte das erwartet? Du wirst doch jetzt nicht ohnmächtig, könnte oder? Könnte es sein. Das ist ganz schön viel für mich, Mann. Wie bist du da rausgekommen? Wann bist du raus? Wie kommst du hierher zu okay. mir? Okay, langsam. Setz dich. Erzähl mir von dir. Von mir? Ja. Was soll ich da erzählen? Ich habe alte Bekannte angerufen. Die erzählen ziemlich wilde Geschichten. Was für wilde Geschichten? Ein Bauchschuss? Du hingst an einem entgleisten Zug im Himalaya? Ja, das, das ist echt passiert. Komm schon, Mann, was habe ich verpasst? Mensch, Sam, wo soll ich da nur anfangen? Mit dem besten Teil.
habe Eldorado gefunden. Ich habe Shambhala gefunden. Ich habe Iram die Säulenstadt entdeckt. Okay, erinnerst du dich an unsere Theorie, dass Sir Francis Drake seinen Tod vortäuschte? Ja. Okay, das hat er. Ich habe den Sarg entdeckt. Vor der Küste Panamas? Ja, ja. Okay, und jetzt halte ich fest. Ich öffne ihn also. Echt? Keine Leiche drin. Aber der Boden ist sein altes Tagebuch. Verarschst du mich? Tja, was soll ich sagen? Noch eine verschollene Stadt zerstört. Und wir sind lebend rausgekommen. Gerade so. Unglaublich. Ja. Ja, das war's. Schade, dass du nicht da warst. Nein, es ist wirklich unglaublich. Du stolperst schon wieder über eine archäologische Goldgrube und schaffst es, am Ende mit leeren Händen dazustehen. Wie immer. Tja, das ist wohl mein Schicksal. Aber ich habe schon hier und da ein paar schöne Sachen gefunden. Hm. Hat fürs Auto gereicht, das Haus, den Verlobungsring, den... Verlobungsring, ich bin verheiratet. Unglaublich. Elena aus den Geschichten, sie ist meine Frau. Du musst sie kennenlernen. Heute Abend. Dinner, bei mir. Du kommst zum Essen, dann erzähle ich ihr von dir. Mist, ich muss ihr von dir erzählen. Nathan, ich stecke in Schwierigkeiten. Was? Wovon redest du? Was ist denn los? Sagt dir der Name Hector Alcazar irgendwas? Ja, dieser Drogenbaron. Mhm. Der Schlechter von Panama, oder? Wieso? Eine lustige Geschichte, aber... Im letzten Jahr war er mein Zellengenosse. So bin ich aus dem Knast gekommen. Siehst du Edgar nicht? Samuel, komm her. Hör mal. Die Wachen, sie singen. Naja, die sind bestimmt besoffen. Kann sein. Aber sie sind zufrieden. Wie können sie mit ihrem mickrigen Leben zufrieden sein? Ihrem erbärmlichen Job? Naja... Sie haben Ehefrauen, die auf sie warten. Was haben wir? Nichts für ungut. Wir haben Ehrgeiz. Oh. Und wenn wir hier rauskommen, wird uns dieser Ehrgeiz weiterbringen, als es sich diese Idioten vorstellen können. Tja, dein Optimismus in allen Ehren. Was hast du vor, wenn du hier rauskommst, Samuel? Das heißt, falls ich hier rauskomme. Du kannst es dir sicher vorstellen. Kann ich. Aber ich will, dass du es sagst. Ich werde den größten Piratenschatz aller Zeiten finden. Was du inzwischen bestimmt schon nicht mehr hören kannst. Oh nein. Die Geschichte von Henry Avery und seinen 400 Millionen in Juwelen und Gold ist mein liebstes Schlaflied geworden. Glaubst du wirklich, du kannst ihn finden? Wenn ich die Chance dazu habe? Auf jeden Fall. Ehrgeiz. Wie heißt das Zitat von Avery? Ich bin ein Mann des Glücks und ich muss mein Glück suchen. Oh. Mir gefällt, wie er denkt. Was zum Teufel? Die Chance unseres Lebens. Señor Alcázar, me alegro verlo. Zeig mir den Key. Wow. ¿Qué hacemos con él? Samuel, ¿bist du bereit, dein Glück zu suchen? Ja. Vámonos. Mhm. Ach du Scheiße. Hector Alcazar. Los demás están en posición. So, wir spielen also jetzt den guten Sam. Wie lange hast du das schon geplant? Seit ich hier reingekommen bin.
Samuel, beeil dich. Und wir wieder müssen schnell sein. Heilige Scheiße. Müssen wir ausbrechen. Oh, oh, die haben hier gemetzelt. Okkupanten de la Puerta. Nunca saldrá de aquí bien. Verdammt. Diese Kerle sind Sadisten. Wir tun der Welt einen Gefallen. Oh, oh, sieht nicht gut aus. Die wirst du brauchen. Was werde ich brauchen? Komm schon. Komm ja schon. Du weißt noch, wie man damit umgeht. Natürlich. Es kommt schon wieder. Abran todas las puertas. Hector, damit löst du einen verdammten Aufstand aus. Ja, genau. Haganlo. Na, super. Das wirklich so gut ist. Das sehe ich. Ah, wir nehmen mal die. Genau. Und was jetzt? Estamos en posición. ¿Están listos? Sí. Busquen donde cubrirse. Samuel, geh in Deckung. Was? Warum? Tu's einfach. Ja, ich gehe in Deckung. Au! Scheiße, bist du okay? Ja. Seid ihr denn verrückt? Gott, oh Gott. Las camionetas están en camino. ¿Y este gringo? Cuidado, tenemos que salir de aquí. Dann gut. Ich hätte sie vielleicht vorher erschießen sollen. Und wieder auf der Höhe. Gringo, Gringo! Zurück, du Scheiße! Komm! Ja! Te cubrimos! Die letzten hier alles wieder. Freunde. Gott, oh Gott, oh Gott. Die andere hat ein bisschen mehr Bums gehabt, wa? Ich glaube, wir nehmen die weiter.
wieder ein bisschen Munition. Hier liegt ja Gott sei Dank was. Willst du schon wieder was in Luft sprengen? Gleich sind wir entweder frei oder tot. Bist du bereit? Ja, bin ich. Noch zurück. Ob das so eine gute Idee war, hier auszubrechen. Und wieder so laut. Nee, die hat weniger Schuss. Eine gewaltsame Flucht hier. Oh, die schießen ja. Die schießen ja hier alles kaputt. Also. No nos pueden detener. Freunde. Kümmere dich nicht um sie. Lauf weiter. Schön auf der Flucht. Na toll. Agua. Agua. Hier, Samuel, trink. Oh nein, mir geht's gut. Sogar besser als gut. Hier, du bist dehydriert. Los, trink. Danke. Also, was hat Samuel Drake jetzt vor? Hey, was habe ich vor? Zuerst einmal baden. Und in einem richtigen Bett schlafen. Vielleicht leistet mir da auch jemand Gesellschaft. Meinen Bruder finden. Klingt für den Anfang ganz gut. Ja, stimmt. Also, was glaubst du? Wie lange brauchst du, um Averys Schatz zu finden? Keine Ahnung. Ich muss zurück in die Staaten und die Suche fortsetzen. Wie lang? Schwer zu sagen, bevor ich anfangen kann. Du weißt auch, wo er ist. Ja, stimmt. Okay, aber hör zu, es
Es ist nicht so, als hätte Avery eine Karte mit einem roten Kreuz hinterlassen, okay? Aber es gibt eindeutige Hinweise. Oh, okay. Warte doch mal. Hey, leise, ganz ruhig. Ich mag dich, Samuel. Und noch wichtiger, ich hab dir geglaubt. Darum bist du hier. Ich kann ihn finden, okay? Ich brauch bloß Zeit. Lame und Cuccio. Weißt du, das Problem ist, so langsam bekomme ich wirklich Zweifel. Oh Gott, Hector, hör mir zu. Ich werde ihn finden. Ich schwöre. Wie lang? 6 Monate. Leute sind faul. Sie bitten mich immer um mehr, als sie eigentlich brauchen. 3 Monate. 3 Monate sind unmöglich. 3 Monate. Die Hälfte des Schatzes. Schaffst du das? Sag es. 3 Monate und die Hälfte. Also, wenn du wegläufst oder versuchst, den Schatz zu verstecken oder etwas ganz Dummes tust, wie zur Polizei zu gehen, erfahre ich es. Wenn du es am wenigsten erwartest, werde ich da sein. Und dann ist der Tod eine Gnade, die du nicht bekommst. Hier. Komm hoch. Also, die nächste Stadt ist 10 Kilometer da in Richtung Sonnenaufgang. Lange her, dass wir beide die Sonne gesehen haben. Vamos. Wenn ich ihn finde, was dann? Keine Sorge. Wenn die Zeit kommt, werde ich da sein. Buena suerte, Samuel. Tja, Alcazar lässt mich gehen. Hier sind wir. Das ist übel. Nein, wir folgen der Spur einfach weiter und... Der Spur? Sam, es gibt keine Spur. Nach Raves und meiner Flucht kaufte er mit dem Geld seiner Eltern das Land um die Kathedrale des heiligen Dismas. Wir haben alles durchkämmt. Averys Schatz ist nicht dort. Natürlich kein Grund für Rave. Der Vollidiot buddelt da schon seit Jahren vor sich hin und findet nichts. Überrascht mich nicht. Was heißt das? Tja, ich hab sozusagen selbst ein bisschen gegraben. Und, ich wette, dass Rafe das nicht hat. Wirklich erstaunlich, was man heute alles im Internet findet. Das ist doch nur das Dismas-Kreuz. Ach ja, denn unseres damals war zerbrochen und hohl, weißt du noch? Das Ding ist ja noch intakt. Avery hat mehr als ein Kreuz angefertigt. Was also bei dem in Panama gefehlt hat? Könnte in dem hier noch drin sein. Mhm. Na gut. Wo ist das? Oh, dieses erlesene Stück versteigern sie und zwar in 3 Tagen auf dem Rossi-Anwesen. Das Rossi-Anwesen? Oh, du kennst es. Ja. Aber wie kommen wir bitte an eine Einladung zu einer exklusiven, schwer bewachten Schwarzmarktauktion? Tja, man braucht nicht unbedingt eine Einladung. Ja, und mit welchem Geld bietest du gegen diese reichen Säcke? Selbst eine 2. Hypothek auf mein Haus würde nicht reichen, um... Klar, du willst versuchen, es zu stehlen, was? Nein. Wir. Oh nein. Nein, Mann, echt, ich nicht. Ich bin raus. Was? Nein, ich mache sowas nicht mehr. Außerdem gibt es jede Menge andere Leute, die für sowas viel besser geeignet sind. Wer denn? Was weiß ich, Leute oh, wie... Mann. Irgendwer, Charlie Cutter. Nein. Er ist nein, mein nein, Mann nein, für nein, solche nein, Sachen. Auf keinen Fall. Ich vertraue Charlie und auch sonst keinem aus deinem Telefonbuch mein Leben an, okay? Ich brauche dich dafür.
Oh Mann, Sam, es muss eine andere Lösung geben. Nicht in der kurzen Zeit. Und bestimmt nicht bei Alcazar. Hallo, Schatz, ich bin's. Ja, hör mal, das glaubst du nicht. Jameson kam gerade mit den Genehmigungen rein. Ja. Ich weiß, aber wie es aussieht, mache ich den Job in Malaysia doch. Ja, Freunde, heute eine etwas längere Folge. War leider nicht anders zu machen. Ich denke, ihr seid mir da auch nicht böse. Ja, was haben wir denn heute alles erlebt? Ein super Easter Egg. Wir haben Crash Bandicoot auf der PlayStation 1 gespielt. Wir haben unseren, ja, verloren geglaubter Bruder ist wieder aufgetaucht. Und nun sollen wir auch noch den Schatz für diesen Alcazar besorgen, um das Leben unseres Bruders Sam zu retten. Naja, ich bin gespannt. Ich hoffe ihr auch. Wir sehen uns morgen wieder. Sage danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.